Wenn man das berücksichtigt, dann darf man dem Körper hier wieder mal eine gewisse Körperintelligenz unterstellen, wie ich ja in vielen Videos immer wieder sage. Und man kann sagen, der Körper ist auch ans Fasten angepasst, also sprich an Perioden, wo wir nichts essen können. Die können unterschiedlich lang sein, ja, und natürlich geht das nicht endlos, klar, aber man kann schon, ja, einige Wochen sogar ohne Essen überleben. Und das zeigt im Endeffekt schon, dass es auch mal irgendwann so gewesen sein muss, ja. Ansonsten hätte der Körper ja diese Fähigkeit erst gar nicht entwickeln müssen, wenn er schon immer jederzeit was zu essen hätte kriegen können, ja. Dann verliert der Körper letztendlich diese Fähigkeit oder er entwickelt sie gar nicht erst. Das heißt, wir hatten auf jeden Fall diese Phasen und der Körper hat die Möglichkeit, sich selber zu regulieren in dieser Zeit. Und da kann man mal zwei Stichworte in den Raum werfen. Und zwar das Thema Fettstoffwechsel und Zuckerstoffwechsel. Ja, also SW für Stoffwechsel. Und das sind ja zwei mehr oder weniger grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, wie unser Organismus Energie gewinnen kann. Ja, und in der heutigen Zeit mit unserer heutigen Ernährungsform sind viele Menschen, vor allem im Westen, eben den Großteil des Tages in der Zuckerverbrennung, also im Zuckerstoffwechsel, während wir das in der Natur ganz sicher nicht gewesen sind. Also in der Natur, mit einer natürlichen Ernährung, sind wir ganz, ganz sicher den Großteil des Tages in der Fettverbrennung, im Fettstoffwechsel. Und da hat unser Körper eben auch ganz andere Möglichkeiten, vor allem auch langfristig Energie zur Verfügung zu stellen. Und man hat noch sehr viel mehr Möglichkeiten oder sehr viel mehr Vorteile. Stichwort viel weniger oxidativer Stress, ja, im Fettstoffwechsel, viel höhere Körperregenerationsfähigkeit, konstanteres Energielevel etc. Wenn ich dazu auch nochmal ein Video machen soll, dann schreiben wir das auch mal unten drunter. Thema Fettstoffwechsel. Sehr, sehr spannend. Ja. Aus meiner eigenen Erfahrung und nicht nur aus meiner eigenen, sondern auch der von vielen Klienten und Freunden und meinem persönlichen Umfeld, kann ich sagen, die Menschen fühlen sich im Fettstoffwechsel wirklich bombastisch. Ja. Also zu einem ganz, ganz großen, überwiegenden Teil. Es gibt immer Ausnahmen, bei denen das nicht so ist. Da müsste man dann auch mal die Frage stellen, warum. Aber der ganz überwiegende Teil der Menschen fühlt sich viel, viel, viel besser, viel, viel vitaler, ausgeglichener, konstanter und so weiter im Fettstoffwechsel. Ja? Und das kann man natürlich rein mit der Ernährung herbeiführen. Da braucht man jetzt nicht irgendwie Marathons zu laufen oder irgendwas in der Richtung, sondern das steuert sich letztlich komplett über die Ernährung. Ja, sehr spannendes Thema. Schreib mal drunter, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Aber das ist auf jeden Fall, das beschreibt ganz gut die Körperintelligenz, die wir haben an der Stelle.